Prinz Harry und Herzogin Meghan packen in ihrer Doku auf Netflix aus. Ein großes Thema in der 5. Folge ist der Rücktritt der beiden vom Königshaus. Kurz nachdem die Neuigkeit bekannt wurde, gab es Medienberichte über Mobbing im Palast. Zeitungen schrieben, dass William seinen Bruder und seine Schwägerin aus der Königsfamilie herausgeekelt hätte. Wie Harry jetzt erzählt, war die Reaktion des Königshauses auf diese Story, während der er gerade in einer Krisensitzung der Royals steckte, für ihn mehr als überraschend. Als ich nach dem Meeting ins Auto stieg, wurde mir von einem gemeinsamen Statement erzählt, das im Namen meines Bruders und mir veröffentlicht wurde. Das Statement dementierte die Schlagzeile, dass William uns aus der Familie herausgemobbt hätte. Wie der Prinz weiter berichtet, habe er keine Erlaubnis für diese Aktion gegeben. Ich konnte das nicht glauben. Keiner hat mich gefragt. Keiner hat mich um Erlaubnis gefragt, meinen Namen neben so ein Statement setzen zu dürfen. Als er Meghan davon erzählte, sei sie in Tränen ausgebrochen. Innerhalb von 4 Stunden waren sie bereit zu lügen, um meinen Bruder zu beschützen. Aber 3 Jahre lang wollten sie nicht mal die Wahrheit erzählen, um uns zu schützen. Durch diese Aktion des Palastes wurde Meghan und Harry klar, dass es keine andere Option für die beiden gäbe, als die Royals hinter sich zu lassen.